Hallo, liebe YouTuber! Heute machen wir mit euch einen Test. Oder für euch. Und zwar messen wir heute den pH-Wert unserer Getränke. Da haben wir einmal Coca-Cola, Apfelschorle, Orangensaft aus dem Tetrapack und sogar einen Sekt. Genau. Es geht nämlich um den Säure-Basen-Haushalt. Der ist sehr wichtig, dass der Säure-Basen-Haushalt gut ist. Und deswegen ist es auch von Bedeutung, was wir zu uns einnehmen. Und wir werden gleich testen, was diese Getränke für einen pH-Wert haben. Der beste pH-Wert unserer Getränke ist ab 7,5. Das wäre super. Also das Wasser würde uns helfen, damit unser Körper basisch bleibt. Ne? Ja, genau. Und für diesen Test haben wir nicht nur Getränke, sondern ein Haltegerät. Bitte schön, da ist der. Und ich habe den gerade eben noch frisch kalibriert. Und diese Anzeige rechts zeigt uns gleich pH-Wert von Getränken. pH-Wert, wir können auch Ladung damit messen. In der Mitte ist die Temperatur und ganz links. PPM. Links PPM. Genau. Parts per Million, Teilchen einer Million. Genau, das ist so wie Konzentration des Wassers. Also man zeigt, was alles im Wasser drin ist, welche Teilchen und so. Aber für diesen Test ist jetzt nicht so von der Bedeutung. Wir würden uns heute tatsächlich nur auf pH-Wert jetzt konzentrieren. Und ich würde sagen, wir legen los. Genau, wir fangen mal mit Cola an. Das beliebteste Getränk der Deutschen. Dann haben wir hier einmal Apfelschorle. Jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Macht nichts. Gehört dazu. Und einmal der Sekt. Und jetzt, wie man sieht, habe ich hier für unseren pH-Wert dieses Messstab. Und ich packe das jetzt einfach hier rein. Und wir gucken, was unsere Anzeige dann mal zeigt. Ich habe extra hier noch ein Verglas mit stillem Wasser, Leitungswasser haben wir hier, um den Gerät gut sauber zu machen. Genau, dann neutralisiert es und dann ist der pH-Wert wieder ganz genau. So. Apfelschorle gewinnt schon ein bisschen. Apfelschorle ist schon mal besser als schon mal besser. So, leckeren Saft. Die Kinder lieben ihn so sehr. Oh, weia. Also da war Apfelschorle besser. Tatsächlich. Schade. Was sollen wir denn jetzt noch geben? Oh, und 6 bloß nicht. Zeig 8. Oh nein! Also Sekt macht uns auch nicht basisch. Ja, liebe Leute, ihr seht, wer nur Cola trinkt oder Apfelschorle, der übersäuert mit der Zeit. Also es ist echt wichtig, gutes Wasser in uns reinzukriegen. So, ihr habt gesehen, unsere Testergebnisse. Ja, das der pH-Wert ist schlecht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schlecht. Und wenn man nur so Cola trinkt, kann man davon ausgehen, dass der Körper mit der Zeit an Säure zunimmt. Also es ist schon wichtig, gutes Wasser zu trinken. Und was für ein Wasser ihr am besten trinkt, zeigen wir euch im nächsten Test. Video. Denn da gibt es eine Lösung. Also ihr müsst nicht dieses übersäuerte, niedrige pH-Wert-Zeugs trinken. Es gibt eine Lösung und ihr könnt wirklich gutes Wasser zu euch zuführen. Und ihr bleibt gesund und vital.